Es war einmal in einem Land mit wunderschönem blauem Himmel und üppigem grünen Gras. Dort, in einem prächtigen Schloss, lebten Schneewittchen und ihr Prinz Antoine sehr glücklich. Aber nicht weit weg lebte die böse Königin Hella in einer dunklen Höhle hinter den Bergen. Sie und ihr Diener Dunkhoff waren verbannt worden, als sie versucht hatten, Schneewittchen zu töten. Aber jetzt hatte Hella einen neuen bösen Plan. Dunkhoff, diesmal kann mich niemand aufhalten. Ich werde mich an Schneewittchen rächen. Ja, das werden Sie, Eure Majestät. Diener, Diener, sag mir, wer ist die Schönste von allen? Du, meine Königin, bist die Schönste im ganzen Land. Außer, Nein, nein, du Dummkopf, Dunkhoff. Nein, ich bin die Schönste im ganzen Land. Ich werde einen neuen magischen Spiegel bauen, damit ich den magischen dunklen Wald finden kann. Hellas Zauberspiegel war in den Kerker des Schlosses eingesperrt worden. Also begann Hella mit ihrem Plan, einen neuen Zauberspiegel zu kreieren. Dazu musste sie alle magischen Zutaten zusammensammeln. Zuerst fand sie das Gingin-Kraut, dann die magischen rosa Knospen und die schwebenden Sumpfsteine. In ihrem Zauberbuch stand, dass sie all dies 20 Minuten lang bei 400 Grad kochen sollte. Und schließlich erhob sich aus dem schwarzen Gebräu ihr neuer, mächtigerer Zauberspiegel. Schwarzer Spiegel, erwache! Zeige mir den Wald von Schneewittchens kleinen Zwergenfreundin. Dunkhoff war sehr überrascht über das, was er sah. Der neue, böse Spiegel schwebte vor ihm, umgeben von schwebenden schwarzen Steinen und in einem violetten, zackigen Rahmen. Im Spiegel erschien der Zwergenwald, aber es wurde dunkel und unheimlich. Hella griff in den Spiegel. Schwarzer Spiegel, nicht mehr an der Wand. Verändere den Zwergenwald und fange sie alle. In der Zwischenzeit kamen die 7 Zwerge, die den ganzen Tag gearbeitet hatten, einer nach dem anderen aus der Mine. Zuerst Chef, Hatschi, Brummbär, Pimpel, dann Seppel, Happy und Schlafmütz. Was für ein langer Arbeitstag. Ja, lass uns etwas ruhen. Vielleicht könnte ich gleich hier ein Nickerchen machen. Auf keinen Fall. Wir können nicht ruhen. Wir sollten nach Hause gehen, bevor der Abend hereinbricht. Die Zwerge machten sich in einer langen Reihe auf den Weg. Pimpel lief ganz am Ende der Reihe. Er sah eine Krähe zwischen den Zweigen der Bäume umherfliegen. Und er entdeckte einen kleinen hellen Stein im Schnabel der Krähe. Pimpel war neugierig und kletterte auf den Baum, um den glänzenden Stein aus dem Schnabel der Krähe herauszuholen. Hoch, noch höher und noch höher. Gerade als er die Krähe fangen wollte, begann der Baum zu schwanken. Die Krähe flog davon und war weg. Doch plötzlich wickelten sich die Äste so eng um Pimpel, dass er nicht entkommen konnte. Und er verlor seine grüne Mütze. Die anderen Zwerge bemerkten nicht, dass Pimpel weg war und gingen weiter. Jetzt war Seppel ganz am Ende der Reihe. Und plötzlich roch er einen köstlichen Kuchen. Er schloss die Augen und ging in die Richtung, aus der der Duft kam. Der verzauberte Wald führte ihn direkt vor einen Ast und er stieß sich den Kopf. Und dann verschluckte ihn der magische Duft des Waldes und nahm ihn mit. Alles, was übrig blieb, war seine gelbe Mütze. Der Rest der Zwerge kam schließlich in ihrem kleinen Häuschen im Wald an. Währenddessen sammelte Schneewittchen im Schloss die köstlichsten Lebensmittel des Königreichs zusammen, um sie ihren Lieblingsfreunden, den Zwergen, mitzubringen. Schatz! Ich gehe in den Wald, meine Freunde, die 7 Zwerge besuchen. Sei vorsichtig auf dem Weg. Diese böse Hella könnte überall sein. Ich liebe dich, mein Schatz. Schneewittchen begann ihre lange Reise durch den Wald.
Und ein wunderschöner Vogel kam und ruhte sich auf ihrer Schulter aus. Er versuchte, sie vor etwas zu warnen. Der Vogel flog vom Weg ab und versuchte, Schneewittchen dazu zu bringen, ihm zu folgen. Oh, ich verstehe. Du willst, dass ich dir folge. Ich komme, kleiner Vogel. Als Schneewittchen dem Vogel folgte, fand sie Pimpels grüne Mütze, die von einem Ast hing. Aber das ist ja Pimpels Mütze. Es muss ihm etwas Schlimmes passiert sein. Die Prinzessin folgte dem bunten Vogel weiter. Und dann fand sie Seppels gelbe Mütze auf dem Boden liegen. Das ist Seppels Mütze. Die Prinzessin und der bunte Vogel eilten zum Häuschen der sieben Zwerge. Die Zwerge waren hoffnungsvoll, als sie Schneewittchen sahen. Ah, Schneewittchen, ich bin so froh, dass du gekommen bist. Wir können Pimpel und Seppel nicht finden. Bitte hilf uns, wir müssen sie finden. Vielleicht wurden sie von der bösen Hella gefangen. Wir müssen sie finden. Oh, ich und Hatschi bleiben hier im Haus, falls sie zurückkehren. Schneewittchen, Chef, Happy und Brummbär gingen auf die Suche. Weit weg in der Höhle der bösen Königin Hella hatten Hella und ihr Diener Dummkopf, Seppel und Pimpel in einen Käfig eingesperrt. Ihr werdet dafür bestraft, Schneewittchen geholfen zu haben. Ich werde euch alle zerstören mit meinem verzauberten Wald. Hella ging zurück in die Höhle zu ihrem bösen Spiegel. Schwarzer Spiegel, finde Schneewittchen und ihre Freunde. Verwandle, was hell und warm war, in ein stürmisches Ende. Schneewittchen und die Zwerge folgten dem bunten Vogel den Weg entlang. Doch plötzlich verwandelte sich das Wetter in einen dunklen Sturm. Sie kämpften sich weiter durch die Dunkelheit, um ihre Freunde zu finden. Sie liefen die ganze Nacht weit in die Berge. Der bunte Vogel führte sie weiter zum Berg, um die Zwerge zu retten. Vom Rand der Klippe aus sah die böse Hella Schneewittchen und die anderen Zwerge kommen. Sie wusste, dass sie vom Sturm müde sein würden. Ja, ich wusste, dass sie kommen würden. Dummkopf, ist alles fertig? Ja, meine schönste Königin. Alles ist bereit. Schneewittchen und die Zwerge waren erschöpft, aber sie stiegen immer weiter den Berg hoch. Als sie oben ankamen, sahen sie den Eingang zur Höhle und den Käfig, in dem Pimpel und Seppel über der Klippe hingen. Wir werden euch retten, wir versprechen es. Schneewittchen, der schwarze Spiegel, sie hat einen schwarzen Spiegel in der Höhle. Schneewittchen betrat vorsichtig die Höhle. Draußen wachte Dummkopf über den Käfig. Außer Sichtweite flüsterten die Zwerge und machten einen klugen Plan, um ihre Freunde zu retten. Brummbär schlich sich hinter Dummkopf, sprang auf seinen Rücken und legte ihm einen großen Sack über den Kopf. Dann begann Happy, den Käfig zu schaukeln. Und er schaukelte so heftig, dass er Dummkopf am Kopf traf, sodass dieser ohnmächtig wurde. Und das war auch gut so, denn die Tür des Käfigs war ja noch verschlossen. Der Schlüssel ist an Dummkopfs Hals. Da, seht ihr. Holt ihn euch und schließt den Käfig auf. Happy fand den Schlüssel, der um den Hals von Dummkopf gelegt war, und schloss die Käfigtür auf. Pimpel und Seppel waren endlich frei. Aber in der Höhle stand Schneewittchen der bösen Königin Hella gegenüber. Hella, du kannst nicht schön sein, wenn du Böses tust. Wenn du wirklich schön sein willst, musst du dein Herz ändern und aufhören, Menschen zu verletzen. Schönheit kommt von innen. Aber das war der bösen Hella egal. Sie benutzte einen Zauberspruch, um ihre Augen rot zu färben und ihre Finger in scharfe Messer zu verwandeln. Aber hinter Hella hatten sich die Zwerge angeschlichen, um Schneewittchen zu helfen. Hella näherte sich Schneewittchen und drängte sie immer weiter auf den schwarzen Spiegel zu. Geh einfach in den dunklen Spiegel, Schneewittchen. Dann wirst du für immer im verwunschenen Wald verschwinden. Pimpel schlich sich vor die große Königin. Und die anderen Zwerge stießen sie von hinten. Sie stolperte an Schneewittchen vorbei in den schwarzen Spiegel. Hellas Schrei weckte Dummkopf auf. Er rannte in die Höhle und sah Schneewittchen neben dem Spiegel.
Ich komme, meine Königin. Schönste im ganzen Land. Und so waren sie beide gefangen. Die Zwerge rannten mit Freude auf Schneewittchen zu und umarmten sie. Danke, dass du uns gerettet hast, Schneewittchen. Wir müssen dies loswerden. Die Zwerge und die Prinzessin warfen den Spiegel nach unten von der Klippe. Lasst uns nach Hause gehen. Pimpel und Seppel waren sehr froh, wieder zu Hause zu sein. Zusammen mit Schneewittchen hatten sie alle ein schönes Abendessen und hatten Spaß.